Moin moin von der Brutti-Crew. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Zu diesen Bildern muss ich sagen, Gitti sagt, ich gucke immer so böse und ich solle mal ein freundliches Gesicht machen. Et voilà. Wir sind angekommen in Heiligenhafen und jetzt gibt es den verdienten Ankerschluck. Der Urlaub beginnt. Ja, jetzt muss man wirklich sagen, heute beginnt er wirklich. Ja. Heiligenhafen ist ja fast unser zweiter Heimathafen. Ja, stimmt. Da kommt Helene. Interessantes Gefährt. Wo legen die an? Legen die hier an, oder was? Der andere ist auch weitergefahren. Oh weia, und der Segler dazwischen. Achso, der kommt hier rein, okay. Wir sind auf dem Weg zu unserem Alkoholladen. Zeigen wir nachher mal ein Wahnsinnsangebot. Und der Blick von hier oben ist einfach nur schön. Da hinten sieht man die Fehmarnsundbrücke. Von hier kommt man durch, also das ist die Betonung. Es ist wirklich sehr, sehr idyllisch hier. Und da hinten ist schon dieses Schiff. Und hier rechts hinter den Bäumen ist die Seglervereinigung Heiligenhafen. Im Hintergrund ist das Vogelschutzgebiet Graswarda zu sehen. Wir liegen mit unserer Bruti kurz vor Heiligenhafen in der Seglervereinigung. Der große und bekannte Yachthafen mit viel Charterbetrieb liegt direkt an Heiligenhafen. Von dort aus ist es ein wunderschöner Spaziergang nach Graswarda. Graswarda ist ein geschütztes Refugium im Naturschutzgebiet Graswarda-Heiligenhafen, das vom NABU aktiv betreut wird. Die dort befindliche Aussichtsplattform bietet Einblicke in die wunderbare Vogelwelt der Ostsee. Schon 1886 wurde Graswarda in Die Welt der Seevögel von Schulz erwähnt. Heute finden vor allem Sturmmöwen, Lachmöwen und viele Strand- und Wasservögel dort ein Zuhause. Ein Besuch auf Graswarda lohnt sich immer und ist vom Hafen aus ein schöner Spaziergang. Weitere Infos bekommt man von den Vogelwarten auf Graswarda. Unser Weg führt uns weiter diesen schönen Waldweg entlang. Durch die Lavendelallee müssen wir hier durch. Da hört man wieder, dass meine Gitti ein Stadtkind ist. In Fachkreisen wird dieser Lavendel auch oft als Flieder bezeichnet. Also der Weg ist sehr idyllisch hier oben. Ah, und wenn man jetzt hier rechts so einen Kreisverkehr sieht, dann muss man gleich diesen Weg hier nehmen. Und da reinfahren. Und Jörg wartet schon. Und dann geht es immer geradeaus und dann sieht man es schon. Aber da mache ich noch mal einen Film. Sieht es aus, wenn man kommt, also vom Rücken, auf der linken Seite sieht, dann sollte man da einbiegen. Und die nächste Destination ist Kalle. Da ist übrigens auch ein Schild. Wenn man die Straße hier reinfährt, braucht man nur zu dem goldenen Truthahn fahren und da rechts. Und das ist dieser super Laden. Um Fragen und Vermutungen vorzubeugen, nein, wir werden nicht von Kalle gesponsert und wir haben auch keinerlei Vorteile, wenn wir dort einkaufen. Links oben im Kreis zu sehen, wo in Heiligenhafen die Charterjachten liegen. Wir liegen mit unserer Bruti in der Seglervereinigung Heiligenhafen. Und hier ist der Getränkegroßhandel Kalle zu finden. Nachfolgend ein paar Impressionen zum Inneren dieses Getränkemarktes. Wir finden jedes Mal dieses Angebot sehr beeindruckend. Auch wenn Wein im Tetrapack nicht die eleganteste Form ist, um Wein zu präsentieren, aber an Bord sehr praktisch. Whisky-Liebhaber befinden sich hier in einem Wunderland. Champagner, Sekt, Cremant in allen Variationen. Da hinten ist mein Rum. Tja, wer die Qual hat, hat die Wahl. Nee, Quatsch, wer die Wahl hat, hat die Qual. Wie rum sagt man das? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Jörg versucht sich gerade einen schönen Whisky auszusuchen, weil wir haben keinen Whisky an Bord. Ein unerhörter Vorfall. Wir waren erfolgreich. Endlich den Baileys gefunden, hier Salted Caramel. Kriegst du bei uns nicht. Egal in welchem Laden. Ja, also ich habe nicht gefunden. Und ganz leckeren Wein im Tetrapack, weil das fürs Brot einfach super praktisch ist.
Und ach, unten ist ja auch noch was versteckt. Ein Rum. Jetzt ein zweiter. Noch ein Rum. Und den haben wir geschenkt bekommen gerade. Grenadine. Dann müssen wir das Eis auf unsere kleinen Fahrräder bringen. Mal gucken, wie das wird. Der Transport bis zum Hafen. Rum, rum. Hier bestens vorbereitet. Genau, ich finde, tu mal den Fahrradschuss. Doch. Ich war schon große Taschen mitgenommen. Ich hab's ja geahnt. Im Rucksack sind die teuren Sachen. Ich stehe billig bei. Wobei, so billig war der auch. Und tschüss. Tschüss. Ja, die guten Sachen habe ich ja bei mir im Ofen. Das ist nicht mit Tief. Suchen wir gleich einen schönen Platz im Boot. Welch schöne Kulisse für eine Whisky- und Rumverkostung. Ist ganz schön schaukelig. Es geht wieder los. Ja. Auf der Karte zeigen wir euch, was wir so in den nächsten Wochen vorhaben. Der erste große Stopp geht nach Skagen, wo Ost- und Nordsee zusammenfließen. Geplant war Norwegen, aber erstes kommt es anders als zweitens man denkt, aber dazu später mehr. Alternativ verbrachten wir eine wunderschöne Zeit in Westschweden. Über Dänemark ging es dann wieder zurück zum Heimathafen, nach Wismar. So, es ist kurz nach 7, 10 nach 7 in Heiligenhafen. Heute ist der Mittwoch, der 25. glaube ich. Genau, ja, morgen ist der 26. Vatertag. Wir werden gleich ablegen. Ich kann das leider nicht filmen, weil wir keine Halterung haben. Aber ich kann es kurz erklären. Genau, wir sind vorne fest. Wir sind hier vorne am Mittel, an dem Deiden fest, an der Mittelklampe. Und dann sind wir hinten noch an diesem Heckdiven fest, der relativ weit weg ist. Und der Mitteldalben hier, der ist auch nochmal an der Hecklampe befestigt. Da oben sehen wir den Verklicker und man sieht, der Wind treibt uns vom Steg weg. Also ist das Ablegemanöver easy peasy. Ja, sagt die, die so gut wie nie ablegt. Haha. Aber von der Theorie ist es easy. Also eigentlich alle Leinen ab und los. Nein, nein. Halt, wenn man doch noch mal auf den Steg zurückgedrängt wird, ist hier diese Ecke echt blöd. Alles andere ist hier nicht so schwierig. Selbst da, der Holzsteg ist glatt, da ist es auch nicht so schlimm. Aber die Ecke ist natürlich nicht gerade schön fürs Gelcoat. Ja. Dann geht's gleich los. Ja. Habe ich hier, wenn man das sieht, alles mit Fender noch mal belegt. Jetzt wird der Motor gestartet. Genau, gucken, dass die Gangschaltung in der Mitte? Ach nee, du machst sie leicht nach vorne? Ne, drück aber vorher, bis der ausgekuppelt ist. Ah ja. Nur, dass man, wenn er kalt ist, gleich ein bisschen höhere Laufzeit, Drehzahl hat. Ah ja, okay. Aus dem einfachen Grund, damit der Motor nicht so sägt. Ja. Weil das geht immer auf. Und natürlich vorher Motorventile an, aber wenn wir on Tour sind, lassen wir die auch an. Dann machen wir sie nicht immer an und aus. Wenn das Panthenius wird. Ja? Achso, dann möchtest du, dann löschen wir das wieder. Mhm. 10 Sekunden vorglühen. 20 Sekunden. Yeah. Genau, und jetzt gucken, ob hier unten Wasser rauskommt. Kommt. Sehr schön. Ich weiß, ich mache jeden Fender einzeln, aber wer sagt ja immer, nur eine Hand fürs Schiff und eine Hand für den Rest. Ist klar. Sieht man ganz deutlich. Aber was meinen Sie nur mit Rest? Wohl dem, der frohe Botschaft verkündet. Jörg, sein Sitzfender. Sieht man dann? Maxchen und die Fenders. Maxchen ist sozusagen ein Fendertender. Fendertender ist auch nicht schlecht. Ist zwar nicht ganz so, wie Steine sind da, wo die Möwen stehen, aber dicht dran.
uns ist ein Däne und den hängen wir aber ab ein bisschen, erstaunlicherweise. Was sagen Sie jetzt zu den Windbedingungen? Wie sind die jetzt? Erzähl mal. Ja, gut. Wir können uns da nicht wirklich richtig beklagen. Wie viel Knoten Wind? Wir haben 8,6 Knoten Wind, fahren 5,3 Knoten. Oh, also schön. Da kann man nicht meckern. Wir haben jetzt den Kurs so eingestellt, dass wir die Wellen ein bisschen von der Seite nehmen, soweit, dass es nicht dauernd das Schiff bockt und die Segel dann dabei einfallen. Also wir sind sehr zufrieden. Aus welcher Richtung kommt denn der Wind? Aus West. Aus West. Was natürlich praktisch ist, weil wir nach Norden fahren, nämlich nach Nyborg ist unser Ziel. Mal gucken, ob wir es erreichen. Okay. Wenn es uns zu kabelig wird, können wir auch vorher noch irgendwo einkehren. Was für ein schöner Segeltag. So soll es sein, so darf es bleiben. Heute haben wir viele Fischer bei der Arbeit gesehen. Da die passende Fischerfahne zu dem Fischer, mitten auf der Ostsee. Welch unverfrorene Frechheit. Wie kann er nur so etwas tun? Und dann geht der alte Mann mal nach draußen und erinnert sich an die Worte, die weise vom 1O gesprochen wurden. Immer eine Hand fürs Schiff. Irgendwas quietscht. Jetzt die Dröhnung, Frau Sommer. Ja, wie die 40 und ein Lappen hilft oft im Stehenden gut, wenn's mal quietscht und zetert. Und leichtfüßig und elfengleich beginnt der Rückweg ins Cockpit. Totendorf, Marine Radio auf Kanal 16 kommen. Man sieht eine Menge Schiffe unterwegs. Und den oben, den dicken Klops, den müssen wir im Auge behalten, weil der kommt uns recht nah. Weiter geht es in Richtung Nyborg. Kitty genießt ihre Freiwache auf einer ihrer Lieblingsplätze. Wir haben die Besegelung jetzt geändert. Wir haben jetzt Schmetterling, wir direkt hinten den Wind von hinten haben, von Achtern. Und das Vorsegel haben wir ausgebaumt. Allerdings sehen wir da jetzt ganz schön dunkle Wolken. Und es hat doch schon gedonnert. Na, mal gucken, wir werden wahrscheinlich wieder einholen. Weil so sind wir natürlich nicht besonders flexibel, wenn wir jetzt irgendwie so Gewitterböen bekommen. Angesagt ist eigentlich auch viel mehr Wind als das, was wir jetzt aktuell haben. Nun gut, wir schauen mal. Mal gucken auf dem Radar, ob man das sieht. Und hier ist die Küste Langelands, an der fahren wir jetzt lang. Oder segeln. Essen fassen. Höre ich da meine Lieblingsworte? Essen fassen. Dann soll es so geschehen. Ordentlich was los hier.
Für optische Unterhaltung ist hier immer gut gesorgt. Wir erreichen Spotsberg. Hier ist unser Cockpit halb zu, also unser Backend für einen Teil des Cockpits. Dass wenn wir so einen Wind wie jetzt, so Raumwind haben und es jetzt leicht anfängt zu nieseln, ist man hier vorne nämlich geschützt und kann trotzdem hier an den Winschen und so gut arbeiten, an den Segeln und die reinholen. Genau, mit einer Tür. Und Jörgi darf aber nicht rein. Jörg muss aufpassen. Wir haben vor der Sturmböen eben gehabt. Aber das hat uns jetzt mal sehr schnell Fahrt beschert. Ich glaube, wir hatten in Spitze 9 Knoten. Was hast du? Na, ich dachte, wenn du rein musst, bist du schneller drin. Um zu reffen zum Beispiel. Jörg will nicht reffen. Wer refft, hat verloren, ne? Ja, so 7 Knoten sind. Nein, aber stimmt, wir haben nur ganz zwischendurch mal so eine Böe von 20 Knoten. Oder nicht mal, ne? Jetzt kommt wieder so eine kleine Böe. Und die Ruti rast, wie viel? 8,2 Knoten, ne? 8,3. Sieht man hier noch nicht schnell. Hier ist das Ende von Langeland gleich erreicht. Und da biegen wir dann links ab nach Backbord. Und dann immer geradeaus.